In diesem Video nähen wir ein Raglan-T-Shirt für Herren und zwar im Avocado-Jersey. Hallöchen und herzlich willkommen bei uns im Nähcafé hier auf YouTube von Makerist. Ich bin Bettina und ich habe hier das große Glück, dass ich gemeinsam mit euch nähen darf. Wenn ihr den Kanal schon kennt, dann wisst ihr, wir haben hier ein paar Nähthemen, wir haben das Nählexikon, wir haben hin und wieder auch Tutorials, so wie heute endlich mal wieder. Und zwar habe ich in diesem Video ein E-Book zur Verfügung gestellt bekommen von Smalino und das ist das Herren-Raglan-Shirt Slevio. Und Slevio ist einfach nur ein ganz normales T-Shirt im Raglan-Schnitt. Zeige ich euch gleich, wie das genau aussieht. Und wir werden den Spaß aus dem niedlichen Avocado-Jersey nähen, den ich hier aus unserem Lager geholt habe. Den gibt es in weiß mit Avocados drauf, den gibt es aber auch in dunkelblau. Zeige ich euch gleich nochmal, wie der aussehen kann. Und ja, wir nähen direkt los. Aber bevor es ganz konkret losgeht, für euch noch der Hinweis, das E-Book von Smalino, also Slevio, das T-Shirt, gibt es ab heute, Posting-Tag des Videos, für 10 Tage für euch für nur 2 Euro drüben auf Makerist zu bekommen. Unter diesem Video verlinkt, da geht es rüber zur Anleitung, da geht es rüber zu den Stoffen. Mal gucken, was ich noch Interessantes finde, was ich euch verlinke. Und da habt ihr jetzt eben 10 Tage lang die Chance, das vergünstigt zu bekommen. Dafür von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Designer von Smalino. Und jetzt legen wir aber wirklich los. Ich habe das Schnittmuster natürlich schon vorbereitet. Ich habe auch die Stoffe schon zugeschnitten. Die liegen hier für euch jetzt ein, zwei Worte zum Schnittmuster. Generell zu Schnittmustern, wenn ihr dazu Fragen habt, dann lasst mich das gerne wissen. Wenn ihr noch nicht mit PDF-Schnittmustern, mit E-Books gearbeitet habt, dann gerne unten in die Kommentare. Dann können wir da ruhig auch nochmal ein Video zu machen. Ansonsten einfach zusammenkleben, ausschneiden, abpausen, wie man halt mit Schnittmustern arbeitet. Und hier nochmal ein, zwei Worte zu Slevio. Wir nähen heute Größe M. Und ich habe hier mir eingetragen, dass in diesem Schnittmuster die Nahtzugabe schon enthalten ist. Das sind einmal 0,7 cm und dann sind im E-Book auch 3 cm Saumzugabe mit eingetragen. Die seht ihr hier unten auch, die sind auch mit enthalten. Und was ich beim Raglan immer besonders gut finde, ist, wenn an den Armen oder an diesen Raglan-Nähten vorne Knipse mit angebracht sind. Und das ist in diesem E-Book der Fall. Und das ist besonders praktisch, denn ein Raglan-Ärmel im Gegensatz zum normalen Ärmel wird nicht in die Armkugel eingesetzt, sondern da geht die Naht aus der Achselhöhle bis hoch an den Halsausschnitt. Und das heißt, dass der Raglan-Ärmel dann so aussieht. Ein bisschen anders, weil sonst wäre ja der Armkugelärmel hier oben rund und würde hier rumgehen. So, in diesem Fall sind wir hier bis zum Halsausschnitt hoch. Und wir haben es jetzt hier mit einem relativ deutlichen Exemplar zu tun, wo man gut sieht, okay, die längere Seite kommt nach hinten, die kürzere nach vorne. Es gibt auch Schnitte, wo das gar nicht so deutlich ist. Und da ist es dann eben hilfreich, wenn hier kleine Knipse sind, die dann zum Beispiel mir hier sagen, an der Vorderseite habe ich 2 Knipse. Und die werden dann zusammengelegt mit diesen 2 Knipsen vom Vorderstück, was im Bruch zugeschnitten wird. Super einfache Kiste. Ich zeige euch das jetzt direkt am Stoff. Eure Knipse könnt ihr natürlich in den Stoff hineinknipsen oder ihr steckt einfach Stecknadeln an den entsprechenden Stellen, so wie ich das gemacht habe. Auch an meinem Vorderteil habe ich natürlich die Knipse markiert und hier seht ihr eben auch diese 2 Stecknadeln. Und jetzt bringe ich eben jeweils die Knipse zusammen und die ganzen Strecken, die zusammengehören. Und dann kann man damit direkt an die Overlock gehen. Wir nähen heute nämlich mit der Overlock. Diese Strecke hier wird jetzt rechts auf rechts zusammengesteckt und die Nadeln müssen dabei aufeinander liegen. Übrigens die Klammern hier oben, die habe ich mir nur rangemacht, damit der Stoff sich nicht einrollt und ich besser arbeiten kann. Mit den Strecken geht's jetzt an die Overlock-Maschine. Die Ärmel vorne sind jetzt schon mal angebracht. Ihr seht hier unsere ersten beiden Raglan-Nähte. Und jetzt müssen wir die gleichen Ärmel, die hier schon dran stecken, mit dem Rückteil verbinden. Und das ist quasi genau der gleiche Spaß. Und zwar nehmen wir diese Strecken, die ich hier in den Händen halte, und bringen die einfach genau wie eben rechts auf rechts am Rückteil an. Wichtig ist wieder, legt die Knipse schön aufeinander, da wo die Nadeln gesteckt sind, damit die gesamte Strecke schön zusammenpasst. So sieht der Spaß aus, wenn ihr die 4 Teile verbunden habt. Ihr seht auch hier unsere 4 Raglan-Nähte. Und wenn wir es jetzt schon mal alles ein bisschen in T-Shirt-Form bringen, also quasi so halbieren, dann seht ihr hier auch schon, was es werden kann, nämlich ein T-Shirt.
Halsausschnitt, Ärmel, hier vorne die beiden Raglan-Nähte. Und alles, was jetzt passieren muss, natürlich wieder umgekrempelt, also rechts auf rechts, ist, dass wir die Seitennähte schließen und eben die Armnaht, ich glaube Unterarmnaht heißt das dann. Und dafür machen wir, also nähen wir hier eine Naht ganz normal, wie bei einem anderen Ärmel auch, dass wir eben hier anfangen beim T-Shirt und dann uns quasi hier eine gerade Naht runter bis zum unteren Saum setzen. Und dann, das auf beiden Seiten, müssen wir nur noch säumen und ein Halsbündchen einsetzen. Also jetzt erstmal die Seitennähte feststecken und damit an die Overlock. Beim Feststecken solcher Nähte beginne ich immer in der Achselhöhle mit dem Feststecken. Das hat den Vorteil, dass ihr dann eure beiden Nähte, die hier aufeinandertreffen, sauber zusammenlegen könnt und eure Nahtzugaben schon mal in die entgegengesetzten Richtungen legen könnt, weil dann alles ein bisschen glatter und nicht so wulstig wird. Also hier die Nähte sauber aufeinander und feststecken. Und dann könnt ihr euch in beide Richtungen vorarbeiten. Jetzt erkennt man unser T-Shirt wirklich schon als Shirt. So sieht's aus. Das ist unser Slevio von Smalino. Und ihr seht, wir haben jetzt 6 Nähte genäht und wir haben quasi ein fertiges T-Shirt. Alles, was noch fehlt, ist ein kleines Halsbündchen und natürlich hier unsere Saumabschlüsse an den Ärmeln und unten. Und ich beginne jetzt direkt mit dem Halsbündchen. Ich habe gedacht, zu diesem schönen Avocado-Print nehmen wir mal ein knackiges Orange. Das habe ich zugeschnitten, so wie es im Schnittmuster steht. Das ist so ein Streifchen und den werde ich, aus Bündchenstoff natürlich, den werde ich jetzt erstmal zum Kreis schließen und dann zeige ich euch, wie wir den hier am T-Shirt weiterverarbeiten. Hier seht ihr jetzt nochmal unseren Ausschnitt und ich habe mir hier jetzt jeweils Viertel markiert, damit ich da mit dem Bündchen weiterarbeiten kann. Und das Bündchen habe ich euch ja eben schon gezeigt, habe ich jetzt vorbereitet. Eben war es noch ein Streifen, jetzt ist es ein geschlossener Kreis, wie ihr seht, der einmal links auf links gefaltet wurde. Hier ist meine Naht, die liegt dadurch in der Mitte. Und den habe ich mir auch in Viertel eingeteilt, sodass ich jetzt die beiden Viertel der verschiedenen Teile jeweils matchen kann. Und dafür nehme ich mir hier das Stück mit der Naht, das ist bei mir eine Markierung für ein Viertel, und lege es auf die Rückseite, also auf die Viertelmarkierung der Rückseite, so. Und zwar rechts auf rechts, Kante an Kante. So. Damit, wenn ich dann nähe, hier entlang nähe, diese Kante eben von der Overlock eingefasst wird. Hier also einmal rechts auf rechts, Kante an Kante feststecken, so. Und so arbeite ich mich jetzt drumherum und nehme eben meine nächste Nadel und lege sie hier auf die nächste Nadel. Rechts auf rechts, Kante an Kante und den Spaß einmal zusammenstecken. Was ihr dann seht, ist, dass die Strecken unterschiedlich lang sind. Das Bündchen ist kürzer als meine Strecke vom T-Shirt-Ausschnitt. Und das muss so sein, denn das Bündchen soll ja den Ausschnitt ein bisschen zusammenziehen. Und deswegen wird dann gedehnt genäht. Also unter der Overlock sieht der Spaß dann so aus. Und dann zieht sich das alles wunderschön zusammen. Aber dafür muss man natürlich erstmal zu Ende feststecken. Ich bin jetzt hier bei meiner vorderen Nadel. Auch wieder rechts auf rechts, Kante an Kante. Alles zusammenstecken. Und dann hier meine letzte Nadel. Und ganz wichtig ist, achtet unbedingt darauf, dass ihr eben alle Kanten aneinander legt, weil das vergisst man gerne, dass man dann irgendwie das falsch rum feststeckt, weil es irgendwie komisch aussieht. Aber wenn jetzt alles so liegt, können wir damit direkt an die Overlock gehen und eben einmal drumherum gehen. Und ich würde euch jetzt empfehlen, nicht hinten anzusetzen, weil das der Teil ist, den man am ehesten sieht, wenn das T-Shirt mal irgendwo liegt oder eben nicht getragen wird, sondern setzt doch ein bisschen seitlicher an, irgendwo hier an der Schulter. Da werde ich jetzt ansetzen. Und damit gehe ich jetzt eben einmal ringsum an die Overlock und werde so unter Zug mit allen Schichten sauber aufeinander liegend rundherum nähen. Das Bündchen ist angebracht und unser T-Shirt sieht fantastisch aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ihr seht jetzt hier, dadurch, dass wir eben an der Seite angefangen haben zu nähen, sehen wir hier keine Übergänge von Nähten, was einen sehr, sehr sauberen Eindruck macht. Und auch, dass eben der Zusammenschluss des Ringes hinten liegt, ist immer ganz praktisch, dass der nicht irgendwo vorne stört. Hinten fällt der kaum auf. Dementsprechend, wir sind fast fertig. Der letzte Schritt, der jetzt noch kommt, sind die Säume. Und zwar einmal
an den Armen und einmal hier natürlich der untere Saum. Und dafür habe ich schon mal die gesamten Strecken hier einmal mit der Overlock abgenäht, abgekettelt, sagen einige auch, damit das einfach schon mal einen schönen Abschluss hat. Und jetzt gehe ich aber an die Haushaltsmaschine mit dem letzten Rest und werde die Säume so 2-3 cm einklappen, bügeln und dann mit der normalen Haushaltsmaschine abnähen. Ich denke, dass ich mich wahrscheinlich hier für einen Zickzackstich entscheide, weil der schön elastisch ist. Wir brauchen ja was Elastisches, wenn ihr nicht gerade an der Coverlock sitzt. Und wenn ich den in Orange halte, dann habe ich hier nochmal so einen kleinen Link zwischen dem Bündchen und eben dem orangefarbenen Saum. Das ist, glaube ich, ganz nett. Und damit das alles super sauber passiert, werde ich jetzt natürlich, wie immer, mit meinem geliebten kleinen Handmaß arbeiten. Damit könnt ihr ganz super Säume eben schön gleichmäßig anzeichnen, feststecken, festbügeln. Und wie gesagt, ich werde bügeln. Und dann geht es an die Haushaltsmaschine und dann sind wir aber auch wirklich durch mit unserem Slevio. Unsere Säume sind fertig an den Armen, der untere Saum und jetzt ist auch unser ganzes Shirt Slevio von Smilino fertig und ich darf es euch einmal zeigen. So schaut der Spaß aus. Ich finde es perfekt. Ich finde es richtig cool, weil die Säume nämlich auch eben super mit dem Bündchen korrespondieren. Und jetzt darf das direkt mal angezogen werden. Und dann können wir mal gucken, wie die Passform so ist an unserem Kameramann Joel. Ich freue mich sehr, dass er heute modelt. Und dann könnt ihr eben auch mal schauen, wie das aussieht und wie er aussieht. Und ich habe euch versprochen, es gibt den Stoff auch nochmal in Blau. Und wie der Zufall es so will, hat tatsächlich meine Kollegin Laura da vor einer Weile sich auch ein Raglan-Shirt, aber für Damen genäht. Das ist ein anderer Schnitt. Den kann ich euch gerade gar nicht verraten. Ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Und das sieht so aus. Und das ist eben ein sehr, sehr dunkles Blau, aber mit dem gleichen Avocado-Motiv und zuckersüß. Und sie hat eben sich auch für Orange, naja, so ein bisschen dunkleres orangefarbene Bündchen entschieden hier an den Armen. Und ja, ich finde die beide total cool. Diese Avocados sind ja sowieso der Renner. Wir haben auch noch eine tolle Webware mit Avocados, so ein Canvas. Den kann ich euch auch unter dem Video verlinken. Dann könnt ihr euch den nochmal anschauen. Ist halt nicht fürs T-Shirt geeignet. Fürs T-Shirt braucht ihr ein Jersey. Und für so einen super Raglan-Schnitt wie Slevio könnt ihr alle möglichen Jerseys benutzen. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit einem Slub-Jersey, mit so einem ganz weichen arbeiten. Ich glaube, es ist schon schöner, wenn das alles so ein bisschen mehr Stand hat. Also mit so einem normalen, gängigen, festen Jersey und eben einem kleinen bisschen Bündchen. Und dann habt ihr das Ding im Nu fertig genäht. Das war Raglan-Schnitt Slevio von Smilino. Ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass ihr uns dieses Design zur Verfügung gestellt habt. Und auch ganz lieben Dank, dass ihr Smilino dieses ganze Ding für 10 Tage für nur 2 Euro hier für euch die YouTube-Community anbietet. Wie gesagt, unter dem Video verlinkt, die Stoffe auch verlinkt, alles, was ihr braucht, unten verlinkt. Und dann könnt ihr direkt losnähen. Und dann habe ich gedacht, wenn ihr noch einen Anlass braucht, um mal ein Herrenshirt zu nähen, dann denkt doch dran, dass bald auch Herrentag ist, wenn die Jungs mit dem Bollerwagen losziehen. Ich glaube, da gibt es nichts Cooleres als so ein Avocado-Stoff-Shirt oder vielleicht irgendeinen anderen schönen Stoff. Im Übrigen noch eine kleine Info für euch. Die ganze Idee, endlich mal was für Männer hier zu nähen, also wirklich so ein Männer-T-Shirt, habe ich aus unserer Kundenumfrage gezogen. Meine Kollegen aus dem Marketing haben nämlich eine Kundenumfrage gemacht. Ihr habt euch dort gewünscht, dass wir mehr für Männer machen und voilà! Hier ist das T-Shirt. Also ihr seht, wenn ihr Wünsche an uns habt, die kommen auch wirklich an und wir freuen uns immer riesig über euren Input. Wie immer hier natürlich auch direkt unterm Video. Lasst mich gerne wissen, was ihr denkt. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann nehmt unbedingt auch irgendwo den Abo-Button und das Glöckchen mit. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!